Ich bin ein spätberufenes Nintendo-Kind. Mit dem Sega Mega Drive bin ich groß geworden, dann wechselte ich mit dem N64 das Lager und holte dann alles nach, was NES und SNES zu bieten hatten. Das habe ich auch nie bereut. Wie auch, Sega als Konsolenhersteller war ja schon wenige Jahre später Geschichte. Später entdeckte ich auch noch die PlayStation für mich. Aber Nintendo blieb ich dennoch immer treu. Nicht zuletzt wegen einer Spieleserie. The Legend of Zelda. A Link to the Past, Ocarina of Time, Majora's Mask, Wind Waker und Co., zuletzt Breath of the Wild. Ach, so viele tolle Erinnerungen. Darum sollte ich jetzt mit Blick auf The Legend of Zelda Tears of the Kingdom völlig verzückt sein, oder? Ja und nein. Denn wenn ich mir das Gameplay so ansehe, denke ich mir nur, sieht ja alles nett aus, aber das könnte so viel schöner sein. Ja natürlich, das ist oberflächlich. Aber technisch sind sogar die hübschesten Switch-Spiele, wie eben Tears of the Kingdom, inzwischen gehörig in die Jahre gekommen. Man ist als Nintendo-Spieler seit der Wii ja einiges gewohnt. Auch da war der Unterschied zur Konkurrenz in Form von PS3 und Xbox 360 markant. Aber wenigstens war es da nur eine Konsolengeneration, die das Nintendo-Gerät von denen der Mitbewerber trennte. Die Wii U machte dann den notwendigen Anschluss. Jedoch dann, als bereits PS4 und Xbox One in den Startlöchern standen. Und die Switch ist jetzt kaum oder gar nicht stärker als die Wii U. Also weiterhin in etwa auf dem Niveau von PS3 und Xbox 360. Klar, einzelne Aspekte mögen technisch fortschrittlicher sein. Aber im Kern zocken wir halt trotzdem auf 17 Jahre alter Hardware. Nur zur Einordnung. 2005 kam die Xbox 360 auf den Markt. Das Jahr, in dem auch YouTube startete. Das ist doch eine ganze Weile her. Und ein Ende ist nur bedingt in Sicht. Im vergangenen Jahr verlautbarte der Nintendo-Präsident, dass man sich in etwa bei der Hälfte des Lebenszyklus der Switch sehe. Wohlgemerkt, das war im fünften Jahr der Switch. Das wurde von Beobachtern belächelt und als strategisches Statement abgetan, um die Switch-Verkäufe nicht zu gefährden. Dann aber, als wir alle Anfang 2022 mit dem Gedanken an einen Nachfolger zu liebäugeln begannen, ließ Nintendo eine nur auf den ersten Blick vollkommen positive Bombe platzen. DLC für Mario Kart 8 Deluxe, der in Wellen bis Ende 2023 erscheinen wird. Also kein Mario Kart 9, auf das alle spekuliert hatten und von dem man dachte, dass es dann halt wie Teil 8 auf die Switch 2 geportet werden würde. Nein, ein am Leben halten des erfolgreichsten Switch-Spiels und ein klarer Hinweis darauf, bis zumindest Anfang 2024 ist tatsächlich mit keiner neuen Konsole zu rechnen. Denn so frech, einfach Mario Kart 8 noch einmal auf die Switch 2 zu porten, ist dann nicht einmal Nintendo. Und so stehe ich jetzt da, sehe die teilweise echt sehr spannenden Ankündigungen aus der letzten Nintendo Direct und denke mir trotzdem, da muss doch mehr. Auch mit Blick auf Exklusivspiele, die nicht von Nintendo selbst kommen. Bayonetta 3, das wird bestimmt ein tolles Actionbrett, aber es sieht halt aus wie Teil 1. Und man stelle sich mal vor, wie es aussehen könnte, würde es auf dem PC oder auf der PS5 erscheinen. So ging es mir damals auch auf der Wii, als Xenoblade Chronicles erschienen ist. Ein famoses JRPG mit einer wunderschönen Welt, aber eben nur auf künstlerischer Ebene wunderschön. Technisch war es halt ein PS2-Spiel und ich träumte davon, wie es wohl auf modernerer Hardware aussehen könnte. Ironischerweise ist das Spiel ja vor einiger Zeit technisch aufgemöbelt für die Switch erschienen und der Gedanke war erneut da, jetzt nur halt zwei Konsolengenerationen weiter. Das alles fühlt sich ein wenig an wie damals, als die Switch schon erschienen war, Nintendo aber dennoch noch reihenweise Spiele auf die Nintendo 3DS presste. Das Remake von Luigi's Mansion, Mario und Luigi und vor allem natürlich Metroid Samus Returns. Bei jedem dachte man sich, herrje, bringt das blöde Ding doch wenigstens zusätzlich auch für die Switch heraus. Nun ist die Situation fast noch verfahrener, denn damals gab es ja wenigstens die Switch. Man wusste also, die endgültige Ablöse zieht sich, aber es ist nur eine Frage der Zeit. Ja klar, die Switch war auch schon zum Launch kein Grafikwunder, aber auch noch nicht so sehr ins Hintertreffen geraten wie jetzt. Außerdem herrschte damals ja auch noch der Zauber des Neuen. Nun, dieser Zauber ist lange weg. Ja, die ständigen Spekulationen über eine Switch Pro nerven, aber es ist ja auch klar, warum es sie gibt. Die Leute wollen endlich auch Mario und Zelda in hübscher spielen, als es derzeit der Fall ist. Wobei ich finde, dass eine Switch Pro mit nur geringfügigen Technik-Upgrades inzwischen sowieso zu spät käme. Und um mal vom oberflächlichen Grafikgejammer wegzukommen, es ist ja nicht nur das. Stärkere Technik lässt eben nicht nur Oberflächen schöner spiegeln und zeigt besonders realistisch die Hautporen auf der Nase der Protagonistin. Nein, sie ist auch wichtig, um KI-Routinen zu berechnen, Welten glaubwürdig mit Leben zu füllen, nervige Ladesequenzen unnötig zu machen, aufwendige Physikspielereien zu erlauben und. Das Problem ist eben nicht nur, dass Spiele auf der Switch immer schlechter aussehen, so sie denn dafür erscheinen, sondern dass sie oft sogar mit heruntergeschraubtem Grafikmotor unmöglich umzusetzen sind. So etwas wie The Witcher 3 Wild Hunt für Switch war eine absolute Herkulesaufgabe für die Entwickler. Das Ergebnis ist zweifelsohne beeindruckend, aber es kracht und rumpelt trotzdem an allen Ecken und Enden und ist in jeder Hinsicht ein komprimiertes Erlebnis. Und das bei einem Spiel, das 2015 auf den Markt kam, also selbst schon stolze 7 Jahre auf dem Buckel hat. Sind Cloud-Versionen eine gute Alternative?
also Spiele, die gestreamt anstatt tatsächlich für die Switch umgesetzt zu werden, das gibt's ja in letzter Zeit relativ häufig. Das ist aber genauso ein Kompromiss, der zudem regelmäßig mit großen Performance-Problemen zu kämpfen hat. Und wenn man eine durchgehend stabile Heim-Internet-Verbindung braucht, läuft das dem Hybrid-Gedanken der Switch ja schon ordentlich entgegen. Man muss nicht einmal zu den Blockbuster-Games gucken. Die Tatsache, dass so manch aufwendiges Indie-Spiel inzwischen Probleme hat, auf der Switch ordentlich zu laufen, spricht ja eigentlich Bände. Rime of Switch etwa ist ein Ruckelfest, Bloodstained sah zum Launch grafisch miserabel aus und Pillars of Eternity ist ein Bugfest mit ewig langen Ladezeiten. Klar, manches davon kann man auf die Entwickler schieben, aber gerade kleine Teams haben eben nicht unendlich viele Ressourcen, um jedes ihrer Spiele für die Switch herunterzudampfen. Für technisch simple Indies ist die Switch freilich nach wie vor Anlaufpunkt Nummer 1. Aber zumindest mir ist das nicht genug. Und darum finde ich, es wäre für Nintendo dringend an der Zeit, von der Switch Abschied zu nehmen. Lasst den Mario Kart DLC DLC sein, beziehungsweise euch davon nicht aufhalten, gleichzeitig eine neue Konsole auf den Markt zu bringen. Und bitte, bitte bleibt nicht wieder aus Prinzip anderthalb Konsolengenerationen hinter der Konkurrenz zurück. Es kann ja auch nicht in Nintendos Interesse sein, bei Blockbustern wie Call of Duty vollkommen ignoriert oder bei FIFA mit absolut grausamen Legacy Editions abgespeist zu werden. Ich fürchte nur, mein Flehen ist vergeblich. Denn die Switch ist zwar gehörig veraltet, aber vor allem eines: eine Gelddruckmaschine. Die Scheine sprießen nicht mehr so wie vor allem im Corona-Jahr 2020. Aber nach wie vor verkauft sich die Konsole absolut hervorragend. Übrigens nach wie vor zu einem stolzen Preis. Im Falle der Nintendo Switch OLED 330 bis 350 Euro. Mag also sein, dass ich mit meinem Wunsch relativ allein dastehe. Und so bleibt mir nichts anderes übrig, als mir beim Spielen von Zelda Tears of the Kingdom vorzustellen, wie es mit PS5-Grafik aussehen würde. Denn kaufen und spielen werde ich es natürlich trotzdem. Du kannst den Jungen aus dem Nintendo holen, aber nicht den Nintendo aus dem Jungen oder so ähnlich.